Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zum Wochenorakel vom 8. bis zum 14. Juli 2024. Ich nehme zwei Tarotkartendecks, zwei Kipperkartendecks und zwei Lenormand-Kartendecks. Ja, das hier ist von Caron. Sekunde, ich muss noch mal nachsehen. Ich habe sie noch nicht so lange, deswegen muss ich finde deinen wahren Weg von Colette Baron Reed. Muss ja doch immer sagen, von wem die Karten sind. Das finde ich wichtig. Hier steckt so unfassbar viel Liebe drin und Arbeit und Enthusiasmus und Können. Das kann man schon erwähnen. Das sollte man auch erwähnen. Ja, ihr Lieben, ich schaue von einer Frau, die auf einen Herrn schaut, und es ist eine allgemeine Legung, wie alle meine Legungen auf YouTube. Und wir schauen hier in die Woche. Ich lege sieben Karten aus, sieben Neunerlegungen aus. Nicht sieben Karten, sieben Neunerlegungen. Und dann nehme ich hier das mystische Tarot von Katrin Welzstein. Die ist geflogen. Das war ganz weit. Sekunde. Sie ist genau so gefallen. Und so möchte ich sie auch hinlegen. Die möchte auch dazu. So, vier, fünf, sechs, sieben. Dann nehme ich aus dem Angelina Schulze Verlag das Lenormand Licht und Lenormand Kartendeck. Licht und Schatten Lenormand Kartendeck. Ich bin total im Tunnel, merkt ihr das? Und ich habe von Giro Marchetti das Gilded Reverie Lenormand Kartendeck. So, jetzt kommen die Kipperkarten noch, und zwar einmal hier aus dem Königshof Dorania Verlag. Ihr Lieben, ihr könnt ja vorspulen, das wisst ihr. Und ich nehme das mystische Kipperkarten weg von Fischler. Wie sollen es sein? So, wir legen los. Welchen Stapel ich wann nehme, das mache ich total aus dem Bauch raus. Und das ist mein erster Stapel. Wir schauen mal rein in den Montag, ihr Lieben. Wir haben die 10 des Feuers. Das sind die 10 der Stäbe. Das ist die absolute Belastungskarte. Die 6 des Wassers ist die Nostalgiekarte, der Mond, sind die Karten nicht so wunderschön? Und die Gerechtigkeit. Hier sind es vier. Es war keine Absicht, es ist so passiert. Wir haben den Park, wir haben den Fuchs und wir haben den Herrn. Wie Geld gewinnen, das Wohnzimmer und das große Glück. So, wir sind hier an dem Montag. Es ist der achte. Ist es der achte? Ich muss gerade mal gucken. Ja, es ist der 8.7.2024. Und was mir hier ganz deutlich auffällt, als ich die Karten ausgelegt habe, habe ich den Fuchs gesehen, wie er im Park umherschleicht. Ich habe hier, der Park steht für die Öffentlichkeit. Und ich habe hier das Gefühl, dass dieser Fuchs, das ist auch ein, also mit diesem Mann, die gleiche Energie. Ihr wisst, meine Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame, der Herr ist immer das Gegenüber. Das ist dein Gegenüber. Das ist dein Gegenüber. Der schleicht hier durch die Öffentlichkeit. Es ist so, als wenn er hier, als wenn du ihn schon kennst, aber ich will nicht sagen, dass er dir hinterher schleicht, aber irgendwas ist, dass er sich dir nie
Auge in Auge gegenüber stellt. Das ist das, was ich hier, als ich ausgelegt habe, sofort gespürt habe. Was danach kam, ist das, die Fülle im Inneren und nochmal die Fülle. Das viel Geld gewinnen ist die größte Fülle, die höchste Füllekarte. Mit dem großen Glück ist es natürlich die emotional höchste Füllekarte. Und das in deinem Inneren. Und das hat mit diesem Herrn zu tun. Also dein Herz, was hier dir dein Herz sagt, bestätigt sich in deinem Unterbewusstsein. Jetzt gehen wir aber mal in dein Bewusstsein. Wir haben mit den zehn Feuer, mit den zehn der Feuer, die zehn der Stäbe. Das ist die absolute Belastung. Es ist die Überlastung, die hier von früher kommt. Die sechste des Wassers ist die Nostalgiekarte, ist die Kindheitskarte. Mit dem Mond und der Gerechtigkeit haben wir hier zwei große Arkana-Karten. Der Mond steht für die Tiefgründigkeit, für die Spiritualität. Ich habe aber hier auch wirklich eindeutig das, was so lange wie der Mond am Himmel steht. Ich weiß, das ist so ein ganz blöder Spruch, mir sagen, ist schon ganz oft geschrieben, und soll es nicht immer sagen, weil das ist natürlich eine lange Zeit, aber das ist das, was mir reinkommt. Und dieser Mond, schaut euch mal an. Sie schaut doch. Sekunde. Hallo, meine Lieben. Ja, das passiert, wenn man die Videos nicht schneidet. Da kam ein Anruf rein und jetzt gehe ich aber nochmal in dieses Orakel. Also tatsächlich für diesen Montag kann ich sagen, dass hier etwas aus der Vergangenheit kommt, was dich erstmal fertig werden lässt. Also fertig werden, was dich erstmal ermüden wird. Ich habe das wirklich, dieses Ermüden. Und das ist vielleicht die Erkenntnis, wer das ist. Vielleicht schleicht hier jemand in deinem Leben rum, den du schon kennst, der sich aber nicht zeigt. Und die Sechs des Wassers, das Wasser steht ja in den Tarotkarten für die Emotionen. Und auch hier geht es wirklich um das Tiefgründige und bei dem Mond ja auch. Also diese beiden Karten hier, sie schaut hier auf ihn und sie gibt mit ihrer Mondenergie, seht ihr das? Sie gibt ihm die Sterne. Ich habe das Gefühl, dass die geistige Welt ihm die Sterne mitgibt. Die Sterne stehen für den Schutz und er bekommt von der geistigen Welt den Schutz, weil er sich jetzt getraut hat, hier aus seiner Belastung, die ihn schon so lange trägt, praktisch hier in die Öffentlichkeit zu gehen. Tatsächlich ist es von oben geführt und tatsächlich ist es sein Glück. Das kann ich hier ganz deutlich sagen. Jetzt schauen wir mal auf den Mittwoch eben. Ach Quatsch, auf den Dienstag. Entschuldigung. Was haben wir denn da an dem Dienstag? Der Turm. Der Turmmoment, ihr Lieben. Der Turmmoment im Tarot lässt alles zusammenbrechen. Und schon wieder das Gericht. Die Gerechtigkeit und das Gericht. Wir haben hier die 11, hier haben wir die 20. Es ist so, dass in den Tarotkarten gibt es die Gerechtigkeit und das Gericht. Und trotzdem steht es beides für die geistige Welt. Wir haben mit den 8 der Stäben die schnelle Kommunikation, ihr Lieben. Hier haben wir den Stern, das Kind und die Wege, die Zusammenkunft, das reiche Mädchen, die reiche Frau und die Hauptperson. Also hier geht es darum, dass wir haben hier oben. Das ist die Wahrnehmung. Und in der Wahrnehmung, im Bewusstsein, kommt hier jetzt dieser Turmmoment. Durch diese schnelle Kommunikation wird von oben jetzt diese Posaune posaunt, dass wirklich hier diesem Kind, will ich fast sagen, die Haare strubbelig werden, weil von hier oben wie soll ich sagen, dieser Luftstrom so stark ist, dass dieser Luftstrom die Haare strubbelig macht von dem Kind und das Buch öffnet. Und dieser Turmmoment, der einfach passieren muss, er muss passieren. Und hier soll ich jetzt ganz deutlich machen, dieser Turmmoment kommt. Egal, auch wenn du jetzt sagst, oh, ich bin vorsichtig, was ich sage, was ich tue, was ich mache, mit wem ich mich abgebe, mit wem ich rede, mit was ich anziehe. Es spielt keine Rolle. Diese Menschen, die wollen dir schaden und sie finden das. Wenn es nicht die grünen Schuhe sind, dann ist es der Pieps, den du gemacht hast. Die finden, was sie wollen und sie stricken das so, dass es nach außen
für sie gut dasteht und für dich ist es der Turmoment. Für dich kommt hier wirklich der absolute Zusammenbruch. Schnell. Schnelle Kommunikation. Dieser Zusammenbruch, der muss sein. Er ist beschützt. Im Herzen bist du geschützt. Und hier, wenn du das jetzt weißt und wenn du dich darauf einstellen kannst, ganz ehrlich, meine Liebe, mein Lieber, dann bist du im Herzen geschützt. Und wenn du ganz relaxed aus der Situation rausgehst und sagst, naja gut, dann ist es eben so. Auch wenn es dich innerlich total zerreißt. Aber nach außen trag was anderes. Setz eine Maske auf und sag, ja. Dann bin ich doch froh, wenn es jetzt so kommt. Dann bin ihr seid nicht nur ich mich los, ich bin auch euch los. Tret die Situation, nimmt dem der Situation, nimmt diesen Menschen, nimmt dieser schlimmen Energie den Wind aus den Segeln raus. Den Wind aus den Segeln und dann geht ihr neue Wege. Und diese neuen Wege sind mit der schnellen Kommunikation auch einhergehend. Ihr werdet ganz schnell was anderes finden. Eine neue Arbeitsstelle oder eine neue Wohnung. Das hier sind die alten Wege, ihr Lieben. Ihr wisst, viele wissen es. Ihr seid ja so zahlreich zu mir gekommen. Deswegen möchte ich das noch einmal ganz kurz erklären. Ich habe diese Karten von Jerome Marchetti, die haben mir so gut gefallen, die habe ich mir gekauft und zwar in der Ursprungsfassung 38 Originalkarten. Und dann habe ich von einer lieben Kundin dieses Kartendeck nochmal geschickt bekommen und zwar mit Zusatzkarten, weil Jerome Marchetti die Zusatzkarten nur mit dem kompletten Deck nochmal verkauft hat. Und dann habe ich die angesehen und irgendwie sind die mir aus den Fingern gefallen, vom Tisch gefallen. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Und ich habe die so zusammengeschoben und wollte die wieder trennen in altes Kartendeck und neues Kartendeck. Und die Engel haben mir gesagt, ich soll es so lassen. Ich soll diesen Stapel, hier ist er, seit dieser Zeit original sind es zwei Kartendecks, einmal mit Zusatzkarten und einmal ohne Karten. Und man sieht es, wenn man genau hinschaut, an den, die einen sind kleiner und oder größer, wie ihr es nennen wollt. So, deswegen weiß ich, das sind die Karten, die habe ich schon länger benutzt. Deswegen sind die Karten abgegriffen. Ich wollte sie wegtun und die Engel haben gesagt, nein, das sind die alten Wege. Das ist der alte Neuanfang. Es gibt die Karte auch nochmal, die vollkommen in Ordnung ist. Dann haben wir die alte Liebe und wir haben, also es sind eben einfach die Karten, die kaputt sind, wo ich genau weiß, das sind die alten Karten. Das hier sind die alten Sterne, ihr Lieben. Das ist der alte Schutz, das ist der alte Neuanfang und es sind die alten Wege. Und du gehst neue, alte Wege oder du gehst alte Wege neu durch eine neue, schnelle Kommunikation mit dieser Hauptperson. Das hier ist außer Frage, dass das passiert. Schauen wir mal, was kommt denn nach der Kommunikation? Wird doch den starten. Da habe ich hier den Teufel. Ach, das war die Karte, die so runtergefallen ist. Ganz weit ist sie runtergefallen. Und mir kommt rein, dass, ich habe euch gesagt, da ist eine Energie, die meint es nicht gut mit euch. Und das ist genau diese Teufelenergie. Und die ist ganz weit weg. Die ist ganz weit weg. Diese Person habt ihr nicht auf dem Schirm, weil ihr gar nicht täglich mit der zu tun habt. Vielleicht ist es, manchmal gibt es so Hierarchien, dass man fünf, sechs Chefs hat. Vielleicht ist es ein Chef, den du in drei Ebenen über dir hast. Vielleicht ist es aber auch ein Vermieter, der ganz weit in Hamburg wohnt und du bist in München, hast eine Wohnung. Es ist hier jemand, den du nicht auf dem Schirm hast und du wirst wirklich verwundert sein. Dann habe ich hier den Wagen und ich habe den Pagen der Stäbe. Seht ihr das? Hier schaut jemand durch das Vergrößerungsglas. Er, auch wenn er sich nicht zu erkennen geben will, es ist nicht mehr aufzuhalten. Der Wagen steht für die Bewegung. Der Wagen im Tarot ist die schnellste Kraft, die schnellste Bewegungskraft. Und dieser Mensch kommt in Bewegung. Wenn nicht von sich aus, dann aus anderer Sicht, von anderen Sichten. So, dann habe ich das Kreuz. Ich habe den Blumenstrauß.
Und ich habe die Öffentlichkeit. Und dieser Blumenstrauß hier ist kein guter Blumenstrauß. Hier spüre ich ganz deutlich, du bekommst eine Einladung zum Gespräch. Aber die ist nicht gut. Kommt aus der Öffentlichkeit. Irgendwas ist, oder es offenbart sich dir jetzt. Und du kannst hier durchblicken. Wir haben die Erwartung, wir haben die weibliche Hauptperson und die Hoffnung, großes Wasser. Das ist karmisch, ihr Lieben. Das, was hier passiert, das muss einfach. Und das bestätigt mich, indem ich eben gesagt habe, du kannst das grüne Kleid anziehen oder das rote. Es spielt keine Rolle. Dann ist es die Frisur, die denen nicht passt. Oder du kannst das eine sagen anstelle des anderen. Dann ist es das dritte Wort, das denen nicht passt. Die finden etwas, womit sie dich loswerden. Oder schlecht dastehen lassen. Oder ich habe auch ganz viele Gerichtssachen, dass hier wirklich, ich will nicht sagen gelogen, das ist was, was ich nicht sage. Hier wird etwas falsch dargestellt, weil vielleicht der andere auch wirklich davon überzeugt ist. Der lügt nicht, aber er ist davon überzeugt, dass er recht hat, obwohl er die Unwahrheit sagt. Wisst ihr, das ist so ein bisschen ein Unterschied. In jedem Fall wird hier etwas anders dargestellt, falsch dargestellt und es spielt keine Rolle. Es wird dir schaden. Ob du recht hast oder nicht, ob er recht hat oder nicht, es spielt keine Rolle. Es wird dir schaden. Letztendlich ist es aber etwas, ein Moment, wo du aus der Situation rauskommst. Du kannst, endlich wird dir jetzt die Wohnung gekündigt, weil der Nachbar so schlecht über dich spricht. Jetzt ist passiert, entschuldigt. Jetzt so schlecht über dich spricht. Und du findest jetzt eine Wohnung, die ist viel schöner und viel günstiger oder zentraler. Du kommst endlich aus diesem Umkreis raus, aus diesem Umfeld raus. Dieser Mensch tut dir einen Gefallen. Und dieser Gefallen, der wartet hier schon auf dich. Der sollte eigentlich schon längst passieren. Warten, genau hier, wir haben die Erwartung. Der sollte schon längst passieren. Und du bist aber immer wieder dran vorbeigekommen. Immer wieder hat es nicht geklappt. Und jetzt ist es nicht mehr aufzuhalten. Es geht hier mit dem Wagen ganz massiv in Bewegung, indem du diese Einladung bekommst. Und ich sage es nochmal, der Blumenstrauß steht eigentlich für das Date, für die Einladung, für zum Geburtstag oder so. Hier sehe ich aber eine Einladung, die sich dir jetzt zeigt. Und du siehst, du erkennst jetzt etwas, was dir vordergründig schadet. Und wenn du eine ganz starke Person bist, dann reagiere so, dass du denen sagst, oh, um Gottes Willen, wie kann denn das nur passieren? Und innerlich drehst du dich rum und gehst lachend raus, sodass du denen gar nicht ich sage ja immer gerne, du gibst denen die Macht über dich. Oder du reagierst so, dass du sagst, ja, dann ist es eben so. Dann sind die genauso überrascht, wie wenn du sagst, oh. Also reagiere anders, als die es erwarten. Das ist mein dringender Rat. Das ist jetzt nicht das erste Mal nur, dass ich das sage. Das sage ich heute schon. Ich weiß nicht, ganz oft habe ich das schon gesagt. So, dann kommen wir mal auf den Mittwoch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wir haben den König der Münzen. Wir haben die 8 der Kelche. Die 3 der Kelche. Die Sonne. Die Seelenpartner und der Schlüssel. Es gibt 3 hohe Karten im Lennermoor, ihr Lieben. Die höchste ist die Sonne und die höchste Schutzkarte ist der Schlüssel. Nee, die höchste Glückskarte ist der Schlüssel. Die höchste Schutzkarte sind die Sterne. Die sind jetzt hier nicht gefallen.
So, und dann haben wir hier eine Veränderung, die falsche Person und die trüben Gedanken. Was mir hier ganz deutlich reinkommt, ist, und ich sage es ja immer und immer wieder, diese Situation muss passieren. Das heißt, erstmal schadet es dir vordergründig, du hast das Gefühl, gehst aber dann in den Sieg, in den absoluten Sieg, weil es dir gut tut. Und hier, schaut mal an, diese Frau hat ein Fernglas in der Hand und sie schaut, wie die falsche Person und die trüben Gedanken rausgehen. Die falsche Person geht in die trüben Gedanken. Das ist nun vordergründig, was hier passiert. Die Seelenpartner ist aber das, was hier in der Mitte liegt. Und hier geht es auch um Seelenpartner. Ich habe das Gefühl, hier geht es auch ganz viel um Familie, um Tochter und Mutter oder um Kind und Elternteil. Mit den Acht des Wassers haben wir hier die Möglichkeit, das ist diese Acht der Kälte, der Weg ins Unbekannte. Du weißt nicht, wie es um die nächste Ecke aussieht. Du sollst trotzdem gehen. Geh voller Zuversicht und geh mit einem guten Gefühl. Wenn du mit einem schlechten Gefühl gehst, gehst du auch in das Schlechte. Es liegt an dir, wo du reingehst. Die drei des Wassers sind die drei der Kelche, ist die Feierkarte, ihr Lieben. Insgesamt haben wir hier mit dem König der Erde. Das ist ein König, der hier mit Sicherheit, für die Sicherheit steht. Und diese Veränderung geht hier mit Sicherheit in den Sieg. Das ist die höchste Karte im Lennon. Dazu kommt die höchste Glückskarte mit den Seelenpartner. Du triffst hier jemanden, der dir hilft. Das soll ich dir ganz deutlich machen. Das ist die Energie, die du nach außen trägst. Die andere für dich, die haben dir einen Stempel aufgegeben und haben gesagt, das ist die falsche Energie, die falsche Person, die gehört nicht zu uns, die passt nicht zu uns. Und das macht dir schon trübe Gedanken. Aber sei mal sicher, das ist dein größtes Glück. Der Donnerstag. Dann nehme ich. Jetzt bin ich schon wieder, es ist der Freitag. Hat aber auch was zu sagen. Ihr wisst, ich deute alles mit. Und für mich heißt das, dass es hier eine Zeitverschiebung gibt. Vielleicht habt ihr immer das Gefühl, dass heute Donnerstag ist oder Dienstag oder keine Ahnung. Euch fehlt ein Tag. Weil, und das kann ich euch auch begründen, es ist so, dass ihr durch diesen einen Tag, wo dieser Turmoment kommt, seid ihr so erschöpft, dass ihr im Grunde nur abends ins Bett fällt und wollt vor lauter Weinen und weiß ich nicht, ins Koma fallen. Und das ist ein Tag, den wollt ihr nicht mehr haben, der fehlt euch nachher. Und deswegen komme ich auch jetzt hier immer wieder in diese falschen Tage. Aber wir schauen uns jetzt den Freitag an. Wir haben die Vier des Wassers. Die Vier des Wassers sind die Vier der Kelche. Drei Kelche stehen da und der vierte wird gereicht. Die Vier des Wassers heißt, der vierte Kelch ist der größte. Der Narr mit der Null, der Neuanfang, der leichte Neuanfang. Und mit der Fünf der Luft haben wir hier nochmal die Leichtigkeit. Die Fünf der Luft sind die fünf Schwerter, aber das fühle ich hier gar nicht. Ich fühle die Luft und ich fühle auch diese Tauben. Schaut euch mal an, das sind fünf weiße Tauben, fünfmal Frieden. Und das ist der Neuanfang, der hier kommt, weil hier etwas erreicht wird. Was größer ist, als du es dir vorstellen kannst. Diese große Kugel, die hättest du dir nie erträumt. Sie ist größer, als du dir vorstellen kannst. Und das ist komplett nach diesem Turmmoment, nach diesem Zusammenbruch. Wir haben die Liebe, wir haben die Wolken und wir haben den Eisbären. Guter Ausgang in der Liebe, ein Todesfall ist keine schlechte Karte, ihr Lieben, und das Gericht. Ganz deutlich zu sehen ist, dass diese Karte, die Vier des Wassers, die Vier der Kelche, praktisch wie ein Trichter in die Liebe geht. Und wir haben hier unten ja auch nochmal den guten Ausgang in der Liebe. Das heißt, das, was dir hier gereicht wird und dir so gar nicht gefällt erstmal, ist aber nachher die größte Liebe, die größte Selbstliebe. Die größte Liebe zu deinem Kind, die größte Liebe zu deinem Nachbarn, die größte Liebe zu deinem Partner. Ist immer verschieden. In jedem Fall wird es hier in die Liebe übergehen. Es wird fließen in die Liebe.
Wir haben den Narr, die Sonne bzw. die Wolken und wir haben den Todesfall. Und wie wunderbar ist das? Der Todesfall steht für das Ende. Wenn wir die Karten von unten nach oben lesen, dann sehen wir, wie die Regen sich ausregnen auf den Sarg und hier mit der Sonne der Neuanfang rauskommt. Und dann geht es in die Leichtigkeit. Und dieser Eisbär, der einmal so schwer ist wie ein Bär und der einmal so kalt ist wie ein Eisbär, geht in die Leidenschaft. Der Bär steht für die Vergangenheit. Die Vergangenheit, in die Vergangenheit kommt fünfmal Frieden rein. Fünf weiße Tauben. Fünfmal Frieden in die Vergangenheit. Und das von oben geführt mit dem Gericht. So, jetzt weiß ich es genau. Es kommt jetzt der Samstag. Die vier Kelche. Wieder die Situation. Die vier des Wassers sind die vier Kelche. Hier wird etwas gereicht, was dir nicht gefällt. Der Regenschirm geht auf. Er soll dich eigentlich vor Regen schützen, aber er macht dich nass. Hier kommt etwas ganz unverhofft, ganz anders, als du denkst. Der Page der Schwerter. Hier haben wir den Pagen der Schwerter, der auf dem Wissen steht und dieses Wissen durch diese Pusteblume in die Welt trägt. Ich habe das Gefühl, dass er hier die Lüge enttarnt. Dass das, was hier ihm nicht gefällt, er durch sein Wissen in die Welt tragen kann. Ich weiß, jetzt habe ich mich wiederholt. Die sieben der Schwerter ist der Dieb. Wie passend ist das wieder? Die Lüge. Die Lüge, hier wurde was gestohlen. Wir haben die Mäuse, wir haben die Wege und das Haus. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die gelegen haben. Ich nehme sie so, wie sie sind. Unverhofftes Geld. Traurige Nachricht, reicher guter Herr. Ganz deutlich haben wir hier mit den vier der Kelchen und den Mäusen die Angst. Und dieses unverhoffte Geld ist immer nur die Plötzlichkeit, hat mit Geld nichts zu tun. Hier kommt ganz plötzlich dann die Angst in dieses, was so anders ist, was so anders sich zeigt. Und diese traurige Nachricht, die wird insofern entkräftet, durch das Wissen, durch das Wissen, wie jetzt die Wege gegangen werden können. Aus der Angst zu dir und dann zu dem Haus. Was noch deutlich ist, das ist, dass sie einen Brief hat und der gute reiche Herr hat auch einen Brief in der Hand. Wenn die Karten in Schieflage liegen, bedeutet das, dass die Energie arbeitet. Hier arbeitet diese traurige Nachricht. Die kommt entweder im Nachgang zu ihm oder von ihm. Hier ist etwas gestohlen worden, ihr Lieben. Und nicht nur das. Schaut euch das mal an. Diese Person hat ein Ei rausgeholt und sie schaut darunter und überlegt, ob sie noch ein Ei rausholen soll. Das heißt also, der oder die, die dir geschadet haben, die überlegen, ob es nicht noch schlimmer geht. Und sie schaut auf das Haus. Hier hat man, das Haus steht für dich als Person. Hier hat man dir etwas gestohlen. Ihn sehe ich hier tatsächlich als Rechtsanwalt oder als öffentliche Person, Personalrat, sowas. Es wird eine kampfeslustige Woche, aber nicht von dir, sondern wirklich von der anderen Seite. So, jetzt schauen wir mal noch in den Sonntag. Wir haben die vier der Erde, sind die vier der Münzen, ist die Klammerkarte. Dann haben wir das Ass der Erde. Und wir haben die Kraft. Oh, den Herrscher, entschuldigt. Mir kommt hier rein, die vier der Erde ist das Klammern. Vielleicht klammerst du an deiner Vergangenheit, vielleicht willst du das gar nicht. Mit dem Ass der Erde, das ist Ass der Münzen. Das ist immer die Chance, hier jetzt etwas ins Rollen zu bringen. Die Chance auf Erfolg, das Materielle. Es ist aber auch für mich das Rad des Schicksals, weil wenn das anfängt zu rollen, dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Und ich habe das Gefühl,
Du klammerst an dem Alten, du klammerst an der alten Arbeitsstelle, an der alten Wohnung, an dem alten Freund, du klammerst an dem Alten. Und du hast aber hier jetzt die Chance, vielleicht mit dem Herrscher, der jetzt neu in dein Leben kommt, vielleicht ist er ein Rechtsanwalt oder Personalrat oder der Vermieter, der dich dann doch unterstützt. In jedem Fall wirst du hier Hilfe bekommen, der dir hier mit dem Ast der Erde die Chance gibt, jetzt etwas neu ins Rollen zu bringen. Und da haben wir die Liebe, wir haben die Fische und wir haben das Schiff. Und die Liebe ist dieses Klammern, wie soll ich sagen, die Fische stehen für zweierlei. Sie stehen einmal für die tiefen Gefühle, sie stehen aber auch für die Finanzen. Hier geht es darum, dass etwas ins Fließen kommt. Es geht nicht um die Finanzen, um das Geld oder es geht auch nicht um die Liebe. Es geht hier um das Fließen. Und das fließt erst, wenn du hier mit dem Ast der Erde diese Chance ergreifst. Und dann kommt dieses Schiff in das seichte Gewässer. Es kommt aus dem tosenden Gewässer raus. Jetzt will ich nochmal darauf eingehen. Wir haben hier, ich hoffe so sehr, dass ich euch das zeigen kann, weil mein Zoom ja ausgeschaltet ist. Diese Karte hier, diese Person hält die Hände. Und in diesen Händen ist ein Falter. Transformation. Jetzt haben wir hier die Hände mit der Liebe. Hier transformiert die Liebe, die Selbstliebe. Du bist es doch wert, dass man anständig mit dir umgeht, dass man gut mit dir spricht. Du transformierst hier. Es hat damit zu tun, auch mit dem Klammern, dass du aufhörst zu klammern. Dass du jetzt hier den Schmetterling oder den Falter freigibst. Du gibst die Liebe frei. Wir haben das kleine Kind, die Edelsteinskarte und die Hauptperson. Und das ist dein Neuanfang. Dass du hier eben nicht mehr klammerst, dass du deine Hände öffnest und sagst, okay, ich gebe mein Herz frei, ich gebe meine Arbeitsstelle frei, ich gebe das, woran ich so gehangen habe, frei. Und dann kommt es hier ins Fließen. Mit dem Ast der Erde, mit dem Ast der Münzen kommt hier etwas ins Rollen und du wirst Hilfe bekommen. Sei mal sicher, diese Hauptperson ist der Herrscher, mit dem du schon auf diesem Schiff viele, viele Leben unterwegs warst. Und diese Hilfe, die bringt dich auch hier ins seichte Gewässer. Und der Herrscher, auch wenn du den nicht erkennst, diese Hilfe erkennst, hat er viel mehr zu sagen, als du denkst. Oder er kann bewegen, er kann Leute bewegen, er kann Institutionen bewegen. Hier ist Macht mit diesem Herrscher. Wir haben den König des Feuers, der Rat der Engel, ihr Lieben. Meine letzten Karten sind immer unter den Kartenstapel und wir schauen mal so. Und jetzt ist die liegen geblieben. Das heißt, die geistige Welt will, dass wir uns diese Karte hier ansehen, der König der Kelche. Wir haben hier den König der Stäbe und den König der Kelche. So, und das ist die Karte, die drunter gelegen haben. Und das sind die sieben der Kelche. Das ist die Illusionskarte. Wir schauen mal weiter. Der Bär und die Masken oder die Maske. Wir haben das Gefängnis und wir haben die Gerichtsperson. Hier kommt die Vergangenheit aus dem Gericht raus, aus dem Gefängnis raus. Das Gericht entscheidet jetzt, es ist jetzt gut. Und dann ist der König des Feuers, schaut euch mal an, er hat dieses Herz in der Hand und er reicht es dir. Das ist unfassbar. Leidenschaft ist hier. Absolute Leidenschaft. Der König der Kelche ist der König der Emotionen. Der König des Feuers ist der König der Stäbe, ist der König der Leidenschaft. Wir haben hier oben ganz viel Leidenschaft, ganz viel Emotionen, ganz viel Gefühle dir gegenüber. So, und dann haben wir hier mit den sieben der Kelchen, das ist die Illusionskarte. Es ist aber auch die Karte, dass sich jetzt rausstellt, um welchen Stern es sich handelt. Dass es hier jetzt um eine Entscheidung geht, die schon lange Anstand, die schon lange, wie soll ich sagen, diese Entscheidung ist schon lange
Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Reif. Reif. So dass sie jetzt getroffen werden kann. Dass diese Masken jetzt fallen gelassen werden können. Ich will mal noch unter die Maske schauen. Seht ihr das? Das ist die Verbindung. Das ist die Verbindung, die sich jetzt zeigt. Boah, ihr Lieben, es sind unfassbare Energien. Ich will überhaupt nicht schönreden. Ihr könnt euch auf Kampf gefasst machen. Ihr könnt euch auf Verletzungen gefasst machen. Ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass ihr alles in eurem Leben verliert. Und die Engel sagen, es ist gut so, damit du aus diesem alten Trott auch rauskommst. Und das ist nicht für jeden gedacht. Wenn du sagst, ich will meine Stelle behalten, ich will alles bleiben wie, dann ist es hier nicht deine Legung. Hätte ich vielleicht zu Anfang sagen sollen. Aber ich denke mal, das wisst ihr auch, ihr Lieben. Wenn die, für die das hier gedacht ist, die wissen es ganz genau. Und mach es nicht ge mit Gewalt zu deiner Legung. Das macht dich krank. Es kann dann, du wartest auf Dinge, die nie für dich gedacht waren und nie eintreffen werden für dich. In deinem Leben, in deiner Geschichte, in deiner Akasha-Chronik. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid, auch nach meiner kleinen Unterbrechung. Ich finde es großartig, dass wir so wachsen, dass ihr so zu mir steht. Und schreibt gerne in die Kommentare, was euch auf dem Herzen liegt. Ich lese alles, seid sicher. Vielleicht manchmal ein bisschen später, aber ich lese alles. Ich kriege auch für jeden Kommentar eine Nachricht und lese sie, nicht bevor sie veröffentlicht wird, sondern in dem Moment, wenn sie veröffentlicht wird. Ich lese alles und manchmal kommentiere ich, aber ich habe aufgehört, dieses generelle Kommentieren. Das mache ich nicht mehr. Die Zeit investiere ich lieber in die Orakel oder in euch oder in mich. Habt eine ganz zauberhafte Woche. Ich grüße euch von Herz zu Herz. Macht's gut. Ciao.